Hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 der Cola-Bärchen-Leaks. Ich bin Sigi und ich habe den Bewährungsversager ganz wichtig mit Ä mitgebracht, der mir natürlich auch heute wieder zur Seite stehen wird. Allerdings glaube ich, dass ich in den ersten Minuten ihm zur Seite stehen muss. Ich weiß noch nicht, wie er reagieren wird. Ich glaube, er weiß auch noch nicht, was auf ihn zukommt. Hallo, wie geht's dir nach dieser Ansage? Ja, mir geht's gut. Danke. Und dir? Ja, Ja, wie gesagt, die Cola-Bärchen-Leaks, die sind bei mir schon sehr, sehr lange her, dass ich mir die angehört habe. Deswegen bin ich ein bisschen, ja, gespannt darauf, weil du mich extra davor warnst und wir haben ja schon einige eklige Sachen zusammen hier gehört. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier davon halten soll. ich denke, dass ich dich zumindest in der Hinsicht einschätzen kann, dass dir das, was da gleich so nach den ersten zwei, drei Sätzen kommt, dir nicht so gefallen wird. Aber egal. Ja. Ich würde sagen, wir starten. Du darfst auch drücken. Okay. War sehr lecker. Und du hast dir noch Spaghetti gemacht? Nee, ich habe gesagt, ich habe Hackfleisch aus der Gefriertruhe heute raus, um mir Hackfleisch, um mehr Spaghetti zu machen. Aber ich habe mir noch keine gemacht. Ach so, machst du dann Die noch? entweder mache ich die noch oder ich mache sie morgen zum Mittagessen. Ach so. Es ist nur, ich habe sie nur auf zum Auftauen raus. Weil ich kann das Hackfleisch schlecht braten, wenn es gefroren ist. Ja, das stimmt. Das ist unvorteilhaft. Kann ich dich noch mal was fragen? Wir Natürlich. hatten ja vorhin so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Als ich dachte, dass du über den Penisring redest, hast du ja über diesen richtig, richtig großen Dildo gesprochen. Und du meintest, dass man den nach einer Zeit nicht mehr merkt? Nee, also erst einmal ist es schwierig, den reinzukriegen, weil er nach hinten ja dünner wird. Und wenn man den sich reinschieben will, dann verbiegt er sich immer ein bisschen. Weil man ist ja auch nicht so extrem groß. Also man muss sich da erstmal vordehnen und so weiter. Also ich benutze halt einfach die anderen Spielsachen. Und dann versuche ich ihn halt reinzukriegen. Am Anfang ist es ein bisschen schmerzhaft, weil er halt wirklich sehr groß ist. Und wie gesagt, er wird dann nach hinten, der ist vielleicht so, weiß nicht, so 5 cm oder was. Oder vielleicht 10 cm ist er vielleicht ziemlich dick. Aber sobald du halt darüber hinaus bist, ja, spürst du das nicht mehr so richtig. Also du merkst ihn schon. Aber wenn du dann, also ich habe es geschafft tatsächlich, ich habe den genommen und ich habe den tatsächlich komplett reingekriegt. Krass. Weil ich Also habe es mir ist aber jetzt schon gerade mal übel. das Video angeguckt, der ist ja echt groß. Und ist das Ich dann noch glaube angenehm? 30 oder 35. Es war sogar sehr geil tatsächlich. Alter, warte, warte. Ich muss Fenster zumachen. Warte, ich höre dich jetzt kurz nicht. Okay. Und bei dem, ich muss Balkontür jetzt aufzumachen. So. Mir hat ein Zuschauer geschrieben, dass er auch die Fenster zumachen musste mit seiner Frau und die beiden fast unterm Tisch gelegen haben vor Lachen. So, ich hab dich, ja, jetzt bin ich wieder da. Ich musste kurz aufstehen. Ich habe nur kurz erzählt, dass mir Zuschauer in die Kommentare geschrieben haben, dass auch sie die Fenster geschlossen haben und fast lachend unterm Tisch gelegen haben, teilweise. Ja, so, du möchtest dich äußern? Wie kann man eigentlich so ein Arschloch sein wie der? Ohne Witz. Wie kann man so damit flexen, sich so ein Ding in den Arsch gerammelt zu haben? Tja. 35 Zentimeter mit hinten 10 Zentimeter Umfang. Junge. Alter. Nee, mir fehlen gerade die Worte, aber Gott sei Dank. ich will auch gar nicht wissen, was der sich noch alles in den Arsch geschoben hat, um sich vorher zu dehnen. Gott. Ja, Nee. ich bin positiv überrascht. Ich habe gedacht, du stoppst eher und du rastest aus, aber du warst zum Glück vorgewarnt. Deswegen habe ich das gemacht. Ich hoffe, du verstehst es jetzt. Ja, ich verstehe dich. Ja, ich bin einfach nur wieder schockiert. Also, wie er über dieses ganze Thema redet.
wie er das bis ins kleinste Detail beschreibt. Und vor allem, ja, okay, das ist ja jetzt eher ihre Schuld, weil kurz vorher ging es ja noch um Spaghetti und Hackfleisch und so weiter. Also, wie die hier die Themen durchmischt, ist halt auch wild. Aber wie er gleich darauf eingeht, ey, nee. Ja. Und dann diese Aussage, dann spürt man es nicht mehr. Ja, und Alter, erst ist es schmerzhaft. Ja, ist einfach. Auch dass er erzählt, nee, dass er vorher mit anderen Spielzeugen Vorarbeit leistet und so weiter. Kurz zu ihr und ihren Themensprüngen. Klar, sie muss das machen, um das beste Met zu generieren. Und so eine Hackfleischsoße ist dann mit Sicherheit nicht so interessant wie diese Abgründe hier im wahrsten Sinne des Wortes. Safe hat er da auch wieder Fixtütchen benutzt. Ja, das auch. Die er damals noch selber sich leisten konnte. Ja, ich musste jetzt gerade erstmal umdenken. Ich denke, wieso hat er bei seinem Riesenteil, was er sich hinten reingeschoben hat, Fixtütchen benutzt? Aber ja, ich bin dann drauf gekommen. Was stimmt denn nicht mit dir? Mit mir stimmt, glaube ich, alles. Aber das sind diese verstörenden, gottlosen Leaks hier. Die machen das mit mir. Das ist wirklich gottlos ohne. War das jetzt das Schlimme? Oder ja, kommt da noch mehr? Ich weiß jetzt nicht, ob er noch weiter ausholt, aber ja, das war das, was ich meinte. Okay, gut. Sollte man nicht glauben. Also wie gesagt, es war ein komisches Gefühl. Ich kann das gar nicht richtig ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das müsste man wahrscheinlich einfach ausprobieren. Also es ist am Anfang, wie gesagt, ist es halt schon ein bisschen schmerzhaft und halt sehr, weil er halt sehr groß ist. Und danach hat er halt ungefähr die Größe von einem normalen Dildo. Mhm. Also die Dicke. Ein bisschen dicker ist er. Aber nachdem er da so groß ist, ist es natürlich schon angenehmer, wenn er nicht so dick ist. Und wenn man dann anfängt, sich zu bewegen, man merkt ihn halt schon extrem. Und es ist schon ein extrem geiles Gefühl. Kriege ich schon ständig, wenn ich bis daran denke. Da habe ich beim Kochen diesen Affenkeks mal eingegeben, wo du meintest. Und dann kommt sie wieder aufs Kochen. Ja, es geht aber jetzt wirklich um Affenkeks. Okay, ja. Nee, aber weißt du, Rainer hat ja einen Haufen so Spielzeuge. Mhm. Das haben ja viele Leute, da ist ja auch nichts verwerflich dran. Aber bei ihm, es ist einfach, ich glaube, der kann auch nicht damit umgehen. Also vernünftig. Wenn er da irgendwelche Liebesperlen sich in den Arsch schiebt und dann die so schnell rauszieht, als würde er einen Rasenmäher starten, dann, nee. Boah. Bist du noch da? Ja, ich habe dir nur zugehört, weil ich war jetzt ein bisschen schockiert. Alles gut. Ja, nee. Okay, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit Affenkeks, okay. Ist ja auch ein Hater. Mhm. Hast du denn da mittlerweile nicht genug Zeug, um zu sagen, ich zeig die an und verknack die? Gibt's da keine Option? Weil du sagst ja, die kommen. Es laufen schon ein paar Anzeigen. Gegen die beiden? Oder nur gegen Affenkeks? Oder? Speziell gegen Affenkeks, aber auch gegen den anderen. Gegen den anderen wegen Angriff, Provokation, Beleidigung und vor allem Diebstahl. Oh, wieso Diebstahl? Als der mein T-Shirt zerrissen hat, hat er meinen Torhammer von meinem Kumpel, den ich damals geschenkt bekommen habe, meinen ersten Torhammer überhaupt, der für mich sehr wichtig war, hat er mir vom Hals gerissen, das habe ich aber erst im Nachhinein gemerkt. Dieser Torhammer, von dem hat er ja schon sehr häufig erzählt, und ich habe nie bis dahin, wo er gesagt hat, vom Hals gerissen. Ich habe nie gewusst, was der damit meint. Und erst dann ist es mir klar geworden, dass das eine Kette ist, also so ein Anhänger. Ja. Ich habe immer gedacht, was meint der mit Torhammer? Ich weiß jetzt nicht, ob er den an einer Kette hatte oder an so einem Lederband, dass ihm das abgerissen wurde, denn er hat ja einen seiner Torhammer Light Warrior vermacht. Und die hat ja auch versucht, den auf eBay oder so zu verticken. Und der war ja an der richtigen Kette. Und die war jetzt auch nicht so schmal.
Jetzt weiß ich nicht, woran der andere hing und dass er das dann nicht gemerkt hat. Also ich kann mir vorstellen, wenn mir einer die Kette vom Hals reißt, das würde ich schon merken. Und die ist bei Weitem nicht so breit wie zum Beispiel die, die er Light Warrior geschenkt hat. Ja, okay, so eine Kette, die kann so dick sein, wie sie will. Da, wo sie zusammen ist, an dem, da reißt es halt dann irgendwann. Also, das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Und wahrscheinlich hat er das auch nicht so mit Absicht gemacht, um das Ding dann zu klauen oder keine Ahnung. Weiß nicht, vielleicht war das auch so eher so eine spontane Aktion, als der dem da am T-Shirt gerissen hat. Also niemals würde ich dem an den Hals greifen, ey. Bah. Nee, ich auch nicht. Ich möchte ihn gar nicht anfassen, auch nicht ans T-Shirt. Nee. Hat ihn mitgenommen und hat ihn später dann auf eBay vertickt. Oh krass. Woher weißt du, dass das deiner war, den er da vertickt hat? Erstens, weil das ein ganz besonderer Torhammer war. Und zweitens, es war ein ganz besonderer Torhammer. Du weißt, was das heißt, oder? Ein stinknormaler für 18,50 Euro irgendwo auf so einer Webseite? Mhm, denke ich auch. Wir können ja einfach mal kurz bei Amazon gucken. Ja, da, 11 Euro, 10 Euro. Es ist bestimmt kein ganz besonderer, wie Rainer es hier wieder sagen will. Ja, die kriegst du ja manchmal auch auf so Straßenfesten und so zu kaufen, wo es zum Beispiel dann auch so Indianerschmuck und sowas gibt. Und ich glaube, da liegen die auch bei unter 20 Euro. Kommt immer drauf an, ob die noch irgendwie verschnörkelt sind oder so. Ja, und im Endeffekt, das ganze Zeugs kommt ja alles aus China. Das ist jetzt nicht krass hochwertiger Schmuck, würde ich jetzt mal behaupten. Nee. Weil er damit angegeben hat, dass er den hat und so weiter, dass er quasi teuer verkaufen kann. Ja. Und das tut er dann und einfach nur, weil er dir gehört, oder wie? Der hat, keine Ahnung, die machen das halt, um mir auf den Sack zu gehen. Okay, aber wer kauft denn sowas für teuer Geld, nur weil das deiner ist? Also da muss ich an der Stelle sagen, wenn die dich doch alle hassen, dann gibt man... YouTuber. Es gibt ja auch Fans von mir. Es gibt ja nicht nur Hater. Nein. Es gibt ja genug Leute, die mich auch unterstützen, weil sie mich mögen oder so. Okay, aber und die behalten den dann einfach, oder wie? Obwohl die wissen, dass der dir wichtig war? Was weiß ich. Okay, krass. Es geht einfach darum, dass die irgendwas von mir haben. Ja, nee, also da, damit ich da auch gegen vorgehen, kannst du da, du kannst das doch bestimmt beweisen, oder? Wie ich schon sagte, da läuft schon einiges. In dem Video haben die auch irgendwas gesagt, von wegen, dass sie dich anzeigen wollen. Weswegen das denn? Ach, die wollten mich anzeigen, weil ich angeblich auf ihr Auto mit einem Stein geschmissen habe. Irgendwas hat da auf jeden Fall gerumst am Anfang vom Video. Was heißt denn hier angeblich? Rainer hat doch einen Stein auf dem sein Auto geschmissen. Ja, aber du weißt doch, in seiner Realität ist das entweder berechtigt oder alles nicht wahr. Ja, genau wie damals mit dem, wo er bei einem Auto die Scheibe eingeschlagen hat. Mhm. Im Vorbeifahren. Und dann meinte er, wollte das Auto markieren. So wie Alter. Die Leute auf dem Discord und auf dem TS. Du bist rot markiert. Du musst schon mal böse zu mir gewesen sein. Ohne Witz. Ey, guck, stell dir das mal vor, der schlägt dir einfach die Autoscheibe ein mit irgendeinem Stock und dein Beifahrer wird da dabei irgendwie noch verletzt. Ey, in dem Moment, ich wäre da, glaub, ausgestiegen. Ich hätte dem alle Zähne rausgeschlagen. Also, sowas geht halt überhaupt nicht. Nee, natürlich nicht. Das ist... Deswegen verstehe ich ja auch nicht, dass der nicht mal mehr Konsequenzen erfahren hat. Weil er hat ja massiv gegen Gesetze verstoßen, in vielerlei Hinsicht. Und er kommt halt immer mit einem blauen Auge davon. Mhm. Ja, obwohl, ja, viel mehr als ein blaues Auge mittlerweile absolut gerechtfertigt wäre. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber ich glaube, du weißt und die Zuschauer wissen auch. Natürlich, wir wissen, glaube ich, alle, was du meinst. Mhm. Weiß ich aber nicht, was das war. Man konnte ja nichts sehen. Was würde denn passieren, wenn du einfach im Haus bleiben würdest? Und dann passiert auch nichts anderes. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, darüber zu reden. Okay, tut mir leid.
schon okay. Es ist einfach nur, ich denke da nicht groß drüber nach, mein Leben lang. Weil immer wenn ich drüber nachdenke, regt mich das nur auf. Und deswegen, das ist eine meiner Sachen. Viele sagen immer, wie schaffst du das, wie hältst du das aus und so. Na, ist ganz einfach, ich denke nicht groß drüber nach. Ich mache einfach, wenn die da sind, rege ich mich drüber auf. Ich zeig's dir an, ich mache dann, was ich machen muss. Und darüber hinaus beschäftige ich mich nicht damit. Hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Therapie deswegen zu machen? Weil das ist ja schon heftig, was da so bei dir passiert. Wo ich so eine Therapie machen? Nicht nur eine, wenn wir mal ehrlich sind. Aber er doch nicht. Bei ihm stimmt doch alles. Die Hater müssen alle eine Therapie machen und die müssen alle ins Café Viereck und dann müssen sie noch für 10 Jahre in eine Psychiatrie. Und wenn sie dann da rauskommen, sollen sie mal 5 Minuten nachdenken, ob sie jetzt mit ihrem Leben klarkommen. Sein Spruch, original. Ja, und das ist auch wieder sowas Schönes, wie du es gerade erwähnt hast. Die Hater sollen in den Knast und so weiter. Das haben wir schon oft gehört. Rainers Fantasie oder Rainers Gedanken zu strafen, was Leute bekommen sollen oder was da für Strafen drauf sind, die sind auch komplett utopisch. Ja. Zum Beispiel für Graffiti 5 bis 10 Jahre, weil da irgendwelche Leute mit Kreide, Regenbogenschaf haben sie auf die Straße vor seinem Haus mit Kreide gemacht. Ja, ein Regenschauer und weg. Ja, genau. Und Rainer sagt 5 bis 10 Jahre Knast. Ja, das Strafmaß, was er für die Hater ansetzt oder für Menschen, die in seinen Augen böse sind, drücken wir es mal so aus, das ist völlig außer Luft gegriffen. Das sollte man aber dann umgekehrt gern mal bei ihm ansetzen. Dann kommt der nicht mehr raus. Ja, der wäre schon sehr, sehr häufig eingewandert. Ne? Ich glaube, ich wage zu behaupten, solche Brot- und Käse-Videos, wie ich sie mir mache, Brot- und Käse, solche, wie ich sie mir mache, ist wahrscheinlich kaum einer. Wie machst du dir die denn? Naja, zuerst einmal ist die Art vom Käse wichtig. Am besten eignet sich, glaube ich, Emmentaler. Es kann aber auch was anderes sein, ein Gouda oder so. Also ich würde mal behaupten, dass Emmentaler und Gouda so die am weitesten verbreiteten Käsesorten sind, wo man so zu kaufen bekommt, hier bei uns. Ja. Ja, komm, das kriegst du ja überall. Ja, aber gibt's noch mehr. Glaub, zu diesen gängigen Käsesorten gehören noch mehr. Aber kannst du aufhören, einfach immer zu widersprechen? Sag doch einfach ja. Nein. Okay. Aber Rainer, guck mal, wie er sowas dann wieder als was Besonderes darstellt. Spezieller Käse. Emmentaler für 1,40 wahrscheinlich damals beim Rewe. Ja, das kann gut sein. Die gibt es bestimmt auch von Jahr, ne? Ja, mit Sicherheit. Am besten dann natürlich so schon Scheiben. Also keine Schablettenkäse, sondern an Scheiben, also schon in Scheiben geschnitten. Dann nimmt man sich Toastbrot, einen Teller, Salz und Pfeffer. Und das ist die einfachste Variante. Es gibt noch Variationen dafür. Hast gehört, man nimmt sich einen Teller und keinen Wäschekorb. Ich möchte ein Brettchen. Ich mache jetzt alles falsch. Das ist die einfachste Variante. Du nimmst einfach das Toastbrot, legst es auf den Teller oder aufs Brettchen oder sonst was. Hauptsache, das ist mikrowellenfest. Dann legst du den Käse drauf, lässt es ordentlich würzen und schiebst es einfach in die Mikrowelle. Lässt den Käse ordentlich anschmelzen, so zwischen 2 und 5 Minuten, je nachdem, wie hoch deine Temperatur eingestellt ist vom Mikro. Und das muss man ein bisschen nach Gefühl machen. Ja, und das kannst du dann rausnehmen. Also bei einer Mikrowelle stellt man doch nicht die Temperatur ein, oder? Da stellt man doch immer nur die Wattzahl ein. Ja, Watt und Zeit, würde ich sagen. Genau, nicht die Temperatur. Nee, also ich würde das auch, glaube ich, gar nicht in der Mikrowelle machen. Ich glaube, ich würde das im Backofen machen. Ja, ich würde in der Mikrowelle niemals Brot rein,
Ja, das wird doch nicht knusprig oder Ja, sonst eben, irgendwas. deswegen kam ich ja Ist aus das... dem Backofen. Ja, genau. Aber ja, Rainer, der Kulinarik-Lord ist halt auch sehr schlimm. Mensch, der hat 12 Jahre kochen gelernt. Ja, wo? In der Kloake. Ja, als Kanalarbeiter. Genau. Entweder du lässt es abkühlen, nimmst dann das Messer und schneidest den Käse zwischen den Brotscheiben raus, dass du quasi die ganze Brotscheibe rausnehmen kannst, oder du isst das Ganze mit Messer und Gabel. Nee, ich glaube, in der Mikrowelle wäre es nicht meins. Ich glaube, das würde mir alles zu labberig werden. Ich glaube, ich würde es im Ofen machen. Das wird nicht labberig. Ich mag halt Wenn es einfach, jetzt so wenn labberig wird, Toastbrot dann sehr lass es kross ist. dann. Ja, dann lass es länger drinnen. Ja, aber die Mikrowelle macht ja den Toast nicht kross. Nee, aber der Käse zieht die Feuchtigkeit aus dem Brot, wenn es lange genug drin ist. Dann ist das ganze Ding allerdings richtig kross und der Käse ist auch härter. Was? Dann habe ich quasi einen drögen Mufti oder was? Ach komm, der soll doch im Mund halten. Also der und kochen. Nee. Tja. Weißt du was? Ich mach das morgen oder die Woche. Ich will mal gucken, was dabei rauskommt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise geil ist. Jammerst du mir hinterher die Ohren voll, dass deine ganze Mikrowelle versaut ist, ja? Lache ich dich aus, glaub's mir. Ja, mach dann. Aber ich muss das mal testen. Ich opfer mich fürs Game. Ja, Also. opfer du dich mal. Ich mach's nicht. Ja, verlangt ja auch keiner von dir. Das kannst du machen, wie du magst. Es gibt genug Möglichkeiten. Ja, aber dann kann ich es auch im Ofen machen. Das geht dann schneller. Effektiv. Nein, geht's nicht. Ja, Im Ofen Ofen, in der vorheizen, reinschmeißen. Mikrowelle 5 Minuten in der Mikrowelle. Ohne Vorheizen, ohne alles. Einfach Brot auf den Teller. Das geht nicht schneller. Teller. Brötchen drauf, also Brot drauf, Toastbrot oder so, Käse drauf, salzen, pfeffern, in die Mikrowelle für 5 Minuten rausnehmen, abkühlen lassen und dann kannst du es essen. Sie hat doch eben gesagt, dass sie es gerne kross haben möchte. Dann nimmt die auch das Vorheizen in Kauf und vielleicht 3 Minuten länger. Und ich bin da vollkommen bei ihr im Ofen. Super. Aber nicht in der Ja. Mikrowelle. In der Mikrowelle, da kann man was warm machen. Ja, Suppe und sowas zum Beispiel. Aber das nehme ich doch nicht, um Käse zu schmelzen. Nee, das wird auch einfach nicht geil. Nee, ich benutze Mikrowelle so selten. Ja, ich auch. Aber trotzdem, nee. Rainer denkt halt, ja, heiß ist gleich gut. Ja, keine Ahnung. Ich meine, hinzu kommt ja noch, dem reicht ja ein Toast nicht. Der wäre doch mit einem Ja. Ofen viel besser dran, wenn der sich, was weiß ich, wie viel futtert der, 8 Stück oder so. Dann nimmt er sich das Rost raus und haut sich da von mir aus das ganze Rost voll Scheiben, was weiß ich, halbes Toastbrot weg, 3 Viertel, und haut sich da den Käse drauf. Und dann schiebt er da drunter vielleicht noch ein Blech, damit, falls es tropft, er nicht, obwohl, das ist dem ja egal. Ja, und dann gib ihm. Und dann sind die alle gleichzeitig fertig. Wie viele passen denn in so eine Mikrowelle? 2 oder so auf dem Teller. Naja, würde ich auch denken, 2, maximal vielleicht 3, wenn man die vernünftig verteilt. Aber ja, reiner und vernünftig verteilen ist halt auch wieder so ein Ding. Ich will auch gar nicht wissen, wie dem sein Ofen aussieht. Nee, das möchte ich auch nicht. Auch nicht, wie die Ja. Mikrowelle aussieht. Naja, weil ich wette, der stellt. Guck mal, du hörst ja, 5 Minuten will der das dann da reintun. Das ist ja auch schon relativ lang für. Die Mikrowelle, oder? Aber ja, da wird häufig irgendwie irgendwas geplatzt sein und an die Decke gespritzt haben und nee, also das Ding kannst du wahrscheinlich auch ja, wegschmeißen. Ja, ich bezweifle Am auch, dass er besten. irgendwas abdeckt oder so. Ja, stimmt, das kann man ja abdecken mit so Plastikdingern da.
Denk einfach nur an den Kühlschrank in Zobis. Nee, komm. Okay. Ich weiß, wovon ich rede. Ich mache das Ganze seit 10 Jahren. Richtig knusprig wird übrigens das, oder richtig labberig wird das Brot nur dann, wenn du es auf einem Brettchen machst und eine Wurst drauflegst vorher. Das geht nämlich auch. Das ist zum Beispiel eine andere Variante. Wenn du hergehst und einfach ein Toastbrot nimmst, eine Wurst drauf, also eine Scheibe Käse drauf, das Ganze dann in die Mikrowelle. Dann wird es labbrig, weil dann verhindert die Wurst, dass die Feuchtigkeit aus dem Brötchen entweichen kann. Du erinnerst dich doch bestimmt noch dran, dass ich dich mal gefragt hatte wegen diesem Kondomvideo. Und dann hattest du ja diese Kondome vorgestellt, aber dieses Überziehvideo hast du nie gemacht. Kommt das irgendwann noch? Überziehvideo? Nein, ich hab... Also ein Kondomvideo regt mich immer noch auf. Da habe ich irgendeinen Fehler gemacht beim Schneiden. Ja, das wirkt ja auch so abgeschnitten, war irgendwie komisch. Beim Rendern, ja, da fehlt ein ganzes Stück. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Das wollte ich auch schon ewig korrigieren. Nee, weil ich hatte dich am Anfang mal gefragt, ob du mal ein Video machen würdest, wo du dir quasi ein Kondom überziehst. Das ist vielleicht einfach so ein kleines bisschen mein Fetisch, weil ich einfach Latex sehr gerne mag. Das fände ich, glaube ich, mal ganz schön. Und du hast ja damals auch schon netterweise das Gummipuppen-Video gemacht und mich da ein bisschen gewidmet. Das fand ich ja schon sehr, sehr süß von dir. Du hast gemeint, das Video im Pool hat mich anders ausgesehen. Inwiefern? Weil wenn ich das vergleiche, das kann natürlich was mit der Kamera zu tun haben. Aber das Video, wo du zum Beispiel den Penisring anhattest, sah dein Penis wesentlich breiter aus als in dem Pool-Video. Da kann ich das noch null einschätzen. Kann natürlich das auch kann durchaus an der... Das kann durchaus an der Kamera liegen, weil die Canon, ich weiß nicht, was die Canon, Quatsch, die Kamera, die ich hier habe, die GoPro, die hat da wegen ein anderes Aufnahmemuster, glaube ich. Nicht ganz sicher. Außerdem war er in dem Video nicht ganz hart. Ach so, dann dachte ich bestimmt daran. Das kann auch sein. Sicher nicht nur in diesem Video nicht. Ja, wer in seiner Survival-Ausrüstung Viagra hat, der, bei dem läuft einiges schief, glaube ich. Ja, und wer sich die dann womöglich einwirft, wenn er vorher, schon bevor er Frauenbesuch bekommt, damit auch alles glatt geht und dann nicht zum Zug kommt, ne? Das ist ja auch so unintelligent. Ne? Sowas kann man ja auch, wenn man merkt, oh, es soll gleich zur Sache gehen, vielleicht irgendwie heimlich nehmen oder so. Die muss man sich da nicht schon 2 Stunden vorher einwerfen, ne? Er ist, egal. Ja, mich würde auch echt interessieren, wo er die her hat. Ob er die, was weiß ich, von irgendeinem Kumpel bekommen hat, Kumpel als ob, oder ob er tatsächlich beim Arzt war und das dann irgendwie, ja, verschrieben bekommen hat. Weil Viagra, das kannst du ja eigentlich nicht so in der Apotheke einfach kaufen. Ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche dubiosen Anbieter im Internet gibt, die halt auch blaue Pillen verkaufen. Ah doch, ja, stimmt, ja, das gibt's. Kommt dann aus dem Ausland, ja, aus Österreich und so. Also, wenn er wirklich dafür zum Arzt gegangen wäre, dann zeigt das doch auch nun mal einmal mehr, was für ein Mensch das ist. Ihm ist sein kompletter Körper egal. Er scheißt auf alles. Aber Hauptsache, das Mannequin, das steht. Ja. Allein im Regen. Und wenn jetzt irgendeiner anfängt zu singen, ein Männlein steht im Walde, dann habt ihr mich hier liegen. Nee, ich mach's nicht. Gut. Aber gut zu wissen, dass man dich damit triggern kann. Ja, in dem Fall ja, normalerweise nicht. Da habe ich nichts gegen das Lied, aber im Zusammenhang mit ihm hier. Ja, stell dir das mal vor, der geht echt so zum Arzt und sagt, ja, er kriegt keinen hoch. Ja, er braucht jetzt so Pillen.
Seine Freundin kommt bald und der Arzt guckt einfach und sagt: Herr Winkler, lügen Sie mich da einfach nicht an. Sie können mir die Wahrheit sagen, ist ärztliche Schweigepflicht. Ja, genau. Oder wie weit ist Denken entfernt? Ist das in einem Paralleluniversum? Ja, die kommen wahrscheinlich auch immer durch die Kellertür da irgendwie rein oder durch Rainers geheimen Gang. Ich dachte durch irgendein schwarzes Loch. Ja, mir fällt da ein schwarzes Loch ein, aber da geht eigentlich meistens nur was rein. Ist gut jetzt. Ja, okay. Weil der Pool war kalt an dem Tag. Oh je. Tja. Ich wäre schon froh gewesen, wenn die sich mal um ihren Scheiß gekümmert hätte. Sowohl der Hund als auch das Pferd hat sie sich an Scheißdreck drum gekümmert. Das musste alles ich machen. Oder mein Vater. Oh. Oder der Sohn von ihrem neuen Macker. Oh. In erster Linie habe ich und der Bekannte uns um das Pferd gekümmert. Krass. Tauben, Hühner, Katzen, Pferde, Ja. Hunde, Schafe. Ja, ich mag Schafe, die sind so flauschig. Wir hatten früher mal Gänse, wir hatten, ich hatte mal eine Schildkröte, wir hatten Meerschweinchen, wir hatten Hamster, also ich hatte Hamster. Rest in peace. Und sowas da auch schon mal ausprobiert. Das ist jetzt der, den ich quasi habe. Also, der redet hier jetzt von seinen Haustieren und nebenbei schickt er ihr irgendwie einen Link zu irgendeinem Dildo, den er hat. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie Warum? zusammengeschnitten das Ganze ist, aber ich habe noch gedacht, heute hat er nur noch X-Hamster, aber oder auch nicht mehr. Ja, die Themen gehen hier sehr wild durcheinander, aber ich weiß eben nicht, ob vielleicht belangloses Zeug bei dem Gespräch, wir haben ja jetzt auch hier nicht den geschriebenen Dialog, sondern die beiden sprechen ja wohl über Discord oder so miteinander oder Skype. Ja, aber jetzt hier in der Situation, glaube ich, da war kein Schnitt, so wie sich das angehört hat. Okay, ja, aber auch das kennen wir. Von den Haustieren, das war ihm jetzt zu langweilig. Da muss er jetzt ganz schnell wieder auf das andere Thema kommen. Sie wird da wahrscheinlich nach den Tieren gefragt haben, weil sie irgendwas aus ihm rauskitzeln wollte, vielleicht irgendwelche Widersprüche zu Pferd Blue oder so, aber er bleibt da ja bei seiner Story relativ konstant. Die Schallplatte kann er. Ja. Das ist dieser mit der Vorhaut, quasi. Ja, naja, Vorhaut. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so bezeichnen kann. Also es ist halt einer, der halt sich anfühlt, als hätte er Haut. Aber die Eichel lässt sich quasi nicht zurückziehen. Also die Vorhaut. Nee, nicht probiert, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das so unbedingt meins wäre. Ich muss halt Also auch ich muss sagen. sagen, ich finde, er fühlt sich auf jeden Fall sehr realistisch an, muss ich sagen. Weiß ja nicht, wie lange du so üblicherweise immer zugange bist. Ich kann schon länger auch, aber das weiß ich, das kann ich dir so pauschal auch nicht sagen. Was würdest du denn schätzen, was für dich so auch länger ist? Ich kann nicht schätzen, was für mich länger ist. Ich kann dir nur sagen, was für mich bisher das längste war. Was denn ungefähr? So etwa eine Stunde geht das schon mal. Krass. Was? Eine Stunde wäre mir echt zu viel, glaube ich. Da wäre ich echt durch. Was, Du dann hast tut einem alles weh. Gesagt, dass ihr neulich mal die ganze Nacht habt. Ja, da waren es auch mehr Leute. Ja. Oh Gott. Ja, er muss Alter. sich ja hier, er kann schon länger. Dieses schon, ich weiß nicht, das löst bei mir so aus, ja, passiert schon mal in Ausnahmefällen. Ja, aber hier geht es ja nicht darum, irgendwie nicht zu schnell zu kommen, sondern eigentlich nur darum, dass er sich einfach über eine Stunde lang was in den Arsch schiebt. Ja. Ja, Obwohl, komm. ich habe das jetzt so verstanden, dass er, wenn er mit einer Frau zugange ist, eine Stunde. Nee, nie im Leben. Nein, natürlich Ja, nicht. Aber seit wann sagt aber er die Wahrheit? ich glaube aber nicht, dass die gerade darüber reden. Aber wir lassen mal weiterlaufen. Sie sagt ja dann wahrscheinlich gleich was dazu.
Ja, aber mit Unterbrechungen, das sagt man doch nur so. Wir haben die ganze Nacht. So, da macht man noch Pause dazwischen. Und man verbringt ja dann auch nicht die ganze Nacht mit Fickerei, sondern man macht ja dann zwischendurch auch mal ein bisschen rum oder liegt mal ein paar Minuten da und kuschelt oder isst mal oder trinkt mal zwischendurch was oder geht mal ins Bad oder so. Das ist ja kein Dauervergnügen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, wenn du so wie ich im SM-Bereich unterwegs bist, dann verbringst du ja auch eine gewisse Zeit quasi mit der Session, ohne dass es da um den Penis oder die Vagina geht. Also quasi Phasen, wo du ein bisschen gefesselt wirst, wo so ein bisschen Teasing ist, wo du vielleicht ein bisschen den Arsch versohlt kriegst oder so. Solche Phasen gibt es ja dann auch. Das nimmt ja auch Zeit. Dafür muss man sich ja auch Zeit nehmen, damit da quasi Atmosphäre aufkommt. Ich bin immer noch der Meinung, dass es um Mann und Frau geht. Ja, mittlerweile bin ich auch der Meinung. Ja. Gut. Da ruder ich mal kurz ein wenig zurück. Na gut. Ja. Du hast mich vermutlich falsch verstanden. Ich meinte nicht permanent Sex, also nicht permanent Vögeln während der Stunde. Sondern? Naja, Sex. Also, längere Unterbrechungen sind dann für mich schon mehrere Stunden dazwischen. Deswegen ist so eine Stunde, es ist dann halt, es fängt halt an mit Küssen, bisschen fummeln, bisschen knutschen. Und da hört es auch schon auf bei ihm. Und geht dann halt weiter zum tatsächlichen Anfassen. Hätte sie eben nicht gesagt, oh nee, eine Stunde wäre mir zu lange, dann tut mir danach alles weh, sondern hätte gesagt, oh ja, ne, das ist aber endlich mal was, dann würde er ja sagen, ja, er rammelt eine Stunde durchweg. Jetzt hat er aber gemerkt, okay, das will sie nicht so, jetzt schwächt er das Ganze schon wieder ab. Ja. Ich glaube aber nicht, es liegt auf gar keinen Fall daran, dass ihm klar wird, dass sie ihm das nicht glaubt. Er will halt einfach wieder sich so, ja, sich ein bisschen ihren Bedürfnissen anpassen, sage ich jetzt mal dazu. Ja, er sagt, behauptet ja von sich auch immer, dass er ja nur Spaß hat, wenn sie auch mehrere Male Spaß hatte und das ja sein Sinn des Lebens ist. Ja. Wer es glaubt. Er ist einfach so ein ekliger Lügner. Ja, und in der Hinsicht legt er noch mal eine Schippe drauf, weil der hat keinerlei Feingefühl, generell schon nicht und dabei auch nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, vor allem, es macht ja, bin ich jetzt so der Meinung, eigentlich gar keinen Sinn, bei dem dann zu lügen und zu behaupten, ja, ich kann Stunden und so weiter und wie auch immer, hab so krasse Ausdauer, weil, wenn das dann halt, wenn das dazu kommen sollte, wird sie ja merken, dass es nicht der Fall ist. Aber an dem sieht man auch wieder, dass er ja lieber lügt, um irgendwie irgendetwas zu erreichen, egal was dabei später rauskommt. Ja, Weißt du, wie ich meine gerade? ich glaube auch, dass er immer meint, wenn er dann das Mädel erst einmal in seinen Bau gelockt hat, dass dann schon alles gut wird. Ja, genau, das ist wie mit seiner Größe, also mit seiner Körpergröße. Wenn ein Mädel von 1,70 dann vor dem steht, wird ihr ganz schnell klar, der ist nicht 1,96 Ja, im Stehen nicht, Meter. nee. Und wenn sie ihn dann darauf anspricht, dann wird er sagen, ja, komm, auf die paar Zentimeter kommt es doch jetzt auch nicht an. Jetzt bist du erstmal hier. Und jetzt möchte ich dir was Gutes tun. So würde er antworten. Ja, aber das, und vor allem, das wäre ja dann nicht die einzige Größe, bei der er sie belügen würde. Ja. Mir war klar, dass das jetzt von dir kommt. Wieso das? Ja, keine Ahnung. Du hältst dich ja heute schon sehr zurück. Und ich denke mal, da musst du ab und zu so eine Spitze gegen ihn setzen.
Und das bot sich jetzt gerade einfach an. Ja, auf jeden Fall. Das bei ihm Spitzen setzen ist gar kein Problem. Ja, das stimmt. Das ist jetzt einfach nur wegen deinem Video, dass ich nicht stumpf drauf losbeleidige. Okay. Damit du keinen Ärger bekommst, ja. Okay. Guck, guck, so nett bin ich heute. Ja. Super. Bisschen die Muschi reiben, bisschen den Schwanz reiben, bisschen die Muschi lecken, Okay, also mit bisschen Vorspiel blasen. und einem Pipapo. Aber das heißt, du hast schon so eine Stunde lang dann quasi eine Erektion, bevor du einen Orgasmus hast, oder wie? Also während der Stunde geht halt die Erektion hoch und dann schaut man halt, wie weit es geht, ne? Zur Energy, dann fahre ich immer dran vorbei. Energy? Stromanbieter. Ah, okay, ja, es liegt nah, okay. Energie heißt das eigentlich, aber ich sage immer Energy dazu. Das war das mit den Stromschulden, was du mal erzählt hattest, ne? Zahlst du da quasi die Raten ein, oder? Ich zahle dann monatlich ein bisschen Kohle ein, ja. Und dann kriege ich eine Nummer. Und dann gebe ich denen meinen Zähler an, dann passt das. Dein Da fehlt Zähler? nur ein. Ich muss heute auch noch nachgucken, wie lange der Zähler noch hält. Das müsste auch noch die Woche eigentlich gemacht sein und gemacht werden. Kriegst du regelmäßig eine neue Zählernummer, oder was? Ich krieg immer, wenn ich eingezahlt habe, rufe ich da an. Oder gehe selber rein direkt und gehe zum Berater. Dann kriege ich von denen eine Nummer für meinen Zähler. Die gebe ich dann daheim in den Zähler ein. Und dann habe ich so und so lange Strom, wie halt das Geld abläuft. Habe ich dann einen Betrag und dann halt steht halt immer dabei, wie viel Geld da abläuft. Ich wusste vor dem Drachengame nicht, dass es sowas gibt. Ich auch nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Zähler das modernste technische Gerät in dem Haus war. Ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ja. Was glaubst du, hat er da gezahlt? Ja, auf jeden Fall viel mehr, weil er ja mit dem Überschuss seine Schulden abbezahlen musste. Ja, meinst du, dass auch deswegen sein Handyvertrag so teuer ist? Könnte sein. Entweder das. Weil unbegrenzt, ich hab das auch und ich zahle auch, ja, so, was zahle ich? 80, 90 Euro oder sowas. Aber weil bei mir halt auch noch das Handy dabei ist, das neueste iPhone halt. Und bei ihm ist ja kein Handy dabei. Ja. Und unbegrenzt Datenvolumen kostet nicht so viel. Niemals über 100 Euro. Ja, das weiß ich gerade gar nicht, weil ich brauche nicht so viel. Okay. Ja, aber ich könnte es mir schon so vorstellen, dass er so eine hohe Handyrechnung hat, weil er eben vielleicht noch alte Schulden abzahlt. Das kann natürlich sein, oder weil sie ihm einfach keine 2 Meter weit trauen. Ja. Aber er ist noch voll geschäftsfähig, gell? Nicht vergessen. Ja. So, oder BB, und was sagt der Stromzähler? da. Ach, das sollte noch etwa noch knapp eine Woche reichen. Na, das Und ist bis doch dahin schön. sollte mein Geld auf jeden Fall drauf sein. Das, was du von YouTube kriegst, oder? Nee, mein Livestream geht. You know. Ach, da, weil ich schon mal zugeguckt habe, okay. Ich vergesse immer, wenn ich auf dem Klo war, also wenn ich schiffen war. Na, groß natürlich nicht. Aber wenn ich schiffen war, vergesse ich immer zu spülen manchmal. Das ist ganz merkwürdig. Himmel. Okay. Ja. Du Nee. wolltest auch Ja. drücken. Also, hier haben wir wieder zwei Sachen. Einmal dieses Ding, dass Rainer immer sagen muss, wann er aufs Klo geht oder was er da gerade gemacht hat und so weiter. Oder wann er das schon vorher gemacht hat. Aber warum sagt man einer Frau so etwas? Ey, manchmal, wenn ich pissen gehe, beim Scheißen passiert es nicht, dann vergesse ich zu spülen. Warum sagt man sowas? Ja, damit die Frau ihn niemals zu sich einlädt.
Meinst du, er denkt so weit? Nein, natürlich nicht. Aber keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, warum man generell solche ekelhaften Sachen mitteilen muss. Und da ist ja auch nichts zum Flexen. Klar kann man Fehler zugeben oder Missgeschicke oder was auch immer. Aber wenn ich dir jetzt erzählen würde, ich bin heute, was weiß ich, mit dem Knie irgendwo angestoßen oder sonst irgendetwas, dann ist das noch mal ganz was anderes, als wenn ich dir erzählen würde, mal, weißt du, was mir immer wieder passiert? Ich vergesse einfach abzuziehen. Also, oh. Und ich bin mir 100% sicher, dass Rainer schon sehr, sehr häufig in dieses Waschbecken hinter sich gepisst hat, weil er zu I. faul ist, aufs Klo zu gehen. Oh Wett, da wette da wett ich mit dir drauf. Ich verwette darauf alles. Safe hat er das gemacht. Gott. Oh, auf so eine Idee wäre ich nie gekommen. Wieso sagst du sowas? Ja, weil wir hier von Rainer reden. Ja, ich weiß. Oh Mann. Warum sonst hatte jedes Zimmer irgendwie ein Waschbecken? Ja, ich weiß. Ja, ich habe ja auch komische. Ich fange ja auch direkt an zu gackern, wenn der eine Zebra-Rolle erwähnt. Würde ich. Mein Vater hat immer gesagt, dumm kannst sein, aber zu helfen musst du wissen. Und ich war, ja, und ich war eigentlich schon immer jemand, der zwar nicht besonders schlau war, aber wenn ich irgendwas konnte, dann war es mir helfen. Du wirkst es aber nicht so, als wärst du nicht intelligent. Oh Oh Gott, ja, wo soll man hier eigentlich anfangen? Nee, andere haben ihm immer geholfen. ja, aber Rudis Spruch ist einfach der Brüller. Ja, da würde ich mir auch Gedanken machen, wenn mein Vater sowas zu mir sagt. Ja. Oh Gott. Aber er ist so dumm, er bemerkt das, glaube ich, gar nicht. Boah, ich wäre so schwer beleidigt, wenn meiner Ja, das sagen übel. würde. Obwohl, das stimmt irgendwo, ne? Und es gibt wirklich so Leute, die sind vielleicht nicht die hellsten Kerzen gewesen, wenn es um schulische Leistungen ging. Aber die haben irgendwie ein handwerkliches Geschick oder so und kommen damit durch. Und die kommen nicht auf Rainers Art durchs Leben, nämlich einfach, weil sie mehr Glück als Verstand haben, sondern weil sie es immer wieder schaffen, auch wenn sie mal Fehlschläge haben, es gerade zu biegen. Das gibt es sogar ziemlich häufig. Und Respekt vor diesen Menschen, die reißen aber auch keine anderen in Mitleidenschaft, so wie er das tut. Ja, ganz genau. Ja, und er weiß sich nicht zu helfen. Er weiß, er windet sich immer einfach daraus. Ja, irgendwie weiß er sich doch zu helfen. Ach, ich weiß es auch nicht. Ne? Er windet sich ja immer raus, wie so ein glitschiger Aal. Ja. Zitteraal. Dazu, ja, was zuckst du so? Was Ja, zitterst genau. du so? Dazu fällt mir auch ein Discord-Leak ein. Das habe ich bei Oribär gesehen. Grüße gehen da auch mal raus. Da hat Rainer so erzählt, er wollte, er weiß sich immer zu helfen, aber er hat ja nicht viel Geld und so weiter. Und da ging es darum, dass er bei dieser Tür da oben, wo seine Terrasse war, da hat er ja so ein Holzbrett reingemacht. Mit so einem, ja, so einem Wolkenmuster, sage ich jetzt mal dazu. Ja. Und da ging es darum, er hat erzählt, ja, er will dort was machen. Also, was hat er gemacht? Er hat nicht so viel Geld. Ah, nee, erst hat er gesagt, okay, er misst es jetzt aus und dann fährt er zum Baumarkt. Dann ist er zum Baumarkt gefahren, hat aber nicht so viel Geld gehabt. Dann ist er wieder nach Hause und hat bei sich geguckt, ob er Holz hat. Und hat dort dann auch was gefunden. Und hat dann das benutzt. Dann frage ich mich, wenn er doch so schlau ist und sich zu helfen weiß, warum fährt er erst in den Baumarkt mit dem Wissen, dass er nicht so viel Geld hat, statt zuerst bei sich daheim nach Holz zu suchen?
Ja, wäre gescheiter gewesen in diesem Moment, auf jeden Fall. Aber er ist ja nicht Genau. gescheit. Also du kennst dich ja anscheinend auch auf ziemlich vielen Themen aus. Auf ziemlich vielen Auskennen? Themengebieten. Nee, auskennen definitiv nein. Ich interessiere mich für viele verschiedene Themen und habe deswegen überall Halbwissen, aber das ist eben genau der Punkt. Es ist Halbwissen. Nein, nicht mal das. Ich habe mich auch schon oft genug getäuscht bei verschiedenen Sachen. Und nicht selten sind dann die Hater vor Ort und versuchen mich damit erst richtig fertig zu machen. So viel Ehrlichkeit auf einem Fleck. Also Halbwissen klar, ist noch zu viel gesagt, aber allein, dass er hier so zugibt, dass er schon von vielem eben keine Ahnung hat, verblüfft mich jetzt hier gerade an dieser Stelle so ein bisschen. Ja, ich glaube aber, hier hofft er insgeheim eher so darauf, dass sie sagt, ja doch, du kennst dich doch schon mit vielen Sachen gut aus. Ja, das kann natürlich auch sein, ne, dass er hier wieder nach Komplimenten angelt. Natürlich. Aber dennoch, ich finde diese Aussagen, sie beinhalten ja sehr, sehr viel Wahrheit. Und das finde ich jetzt schon auch diesen, ja, doch eher ruhigen Ton, den er da gerade anschlägt. Aber vermutlich ist es so, wie du es gesagt hast, dass er jetzt hofft, dass sie sagt, nein. Du doch nicht, also auf mich wirkst du so weltoffen und gewandt und ach, keine Ahnung. Genau. In den Genen stecken mehr Sachen mit. Zum Beispiel? Bösartigkeit. Ach doch, glaube ich schon. Ich glaube, dass alle Menschen Bösartigkeit. schlecht sind. Nee, du hast mich falsch verstanden. Bösartigkeit steckt nicht in den Genen. Das ist etwas, was die menschliche Kultur ausmacht. Aber nicht, dass es in unseren Genen ist. Kein Mensch wird böse geboren. Es ist die Gesellschaft, die einen verdirbt. Aber dann hätte ja der Kommunismus funktionieren müssen. Hat aber nicht. Also ich glaube, dass. Kommunismus kenne ich immer nur vom Namen. Was das damit zu tun hat und was das mit Verbindung bringt, das habe ich nie kapiert. Aber Also. besser gesagt, ich habe mich nie mit auseinandergesetzt. Naja, also im Prinzip ist die Idee hinterm Kommunismus, dass halt allen alles gehört. Dass also ein kommunistischer Staat im Prinzip so weit ist, dass halt gesagt wird, so hey, die Leute tragen halt ihren Teil dazu bei und jeder hat halt das Anrecht auf, ich sag mal, seinen Teil und das quasi gerecht verteilt wird, was natürlich auch zu Enteignung und solchen Sachen führt. Und ich glaube, wenn die Menschen nicht von Natur aus was Schlechtes in sich hätten, was Egoistisches und was auch was halt dann eben auch zur Bösartigkeit führt, all diese Eigenschaften. Ich glaube, wenn wir nicht so wären, dann würde halt der Kommunismus funktionieren. Bösartigkeit hat einen viel tieferen Ursprung. Aber schau's dir doch mal an. In der Natur ist es ganz normal, dass der eine den anderen tötet und frisst. Es ist ganz normal, also in der Tierwelt gibt es auch zum Beispiel sowas wie beim Sex zum Beispiel. Da wird das Weibchen nicht gerade gefragt oder irgendwie, da wird's einfach gefickt, passt da. Aber in der Tierwelt gibt es keine Grausamkeit. Aber Katzen spielen doch teilweise auch mit ihrer Beute, bevor sie sie umbringen. Ist das nicht auch Ja, bösartig? das ist aber im Normalfall Training von die Sinne, vor allem für die Kinder, für die kleinen Kids, für die Babykatzen. Ja gut, aber je nachdem, wenn du jetzt ein Vogel bist, dann siehst du eine Katze auch als bösartig. Ich glaube, das hat was mit dem Blickwinkel zu tun. Darüber hinaus wünsche ich denen aber bis heute nichts Schlechtes, keinem von denen, egal ob es Regenbogenschaf, Affenkeks oder sonst jemand ist. Und du hast nie Ich jemanden wünsche ihnen nichts. verletzt, hast nie jemanden, bist nie jemanden angegangen. Nur wenn ich mich verteidigt habe. Das ist Gott, diese alte Schallplatte. Nur wenn ich mich verteidigt habe. Aber auch dieses Geschwätz hier wieder mit der Tierwelt. Ja. Ich könnte jedes Mal kotzen, wenn Leute, ja auch, es muss nicht mal Rainer sein, wenn man die Tierwelt als irgendein Argument für egal was nimmt.
Ja, und er rechtfertigt wieder einmal, zumindest habe ich das, Vergewaltigung. ja, richtig, ganz. Ja, sag mal's geradeaus raus. Jo. Ja. Oh, Nee. nee. Also, falls die Leute sich gerade fragen, was ich damit meine mit diesen Vergleichen, und ich nehme jetzt extra mal zwei verschiedene, sehr unterschiedliche Themen. Zum Beispiel argumentiert man, ja, in der Tierwelt gibt es auch Homosexualität. Okay. In der Tierwelt gibt es auch Tiere, wo keine anderen Tiere töten oder sowas. Oder in der Tierwelt ist es normal, dass das eine Tier das andere tötet, um dessen Fleisch zu essen. Ja, aber wenn man sowas, also die Tierwelt, immer auf uns Menschen überträgt, dann könnten wir ja auch sagen, hey, es gibt ja auch Tiere, die ihre eigenen Jungen fressen. Sollen wir das bei uns jetzt auch normalisieren oder was? Es ist einfach ein schlechtes Argument in jeglicher Hinsicht, egal ob positiv oder negativ, finde ich jedenfalls. Weil Menschen einfach nicht wie Tiere sind. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Tiere von Instinkten geleitet sind. Und ich denke, manche Menschen behaupten zwar, dass sie noch sehr viel Instinkt hätten, aber ich denke, wir werden ja doch eher durch den Verstand geleitet. Zumindest die meisten. Ja, Rainer nicht. Und einige andere auch nicht. Ja. Das ist was Hier anderes. siehst du, das ist dein Standpunkt dieser Situation. Ich sage nicht, dass der falsch Ich ist. habe niemanden, ich gehe auf niemanden los, ohne provoziert zu werden. Ich bin einfach nur, ich verteidige mich nur. Ja, aber das Ich ist. reagiere lediglich auf das, was mir entgegengeworfen wird. Und das ist nicht böse. Aus keinster Sicht ist das böse. Darüber hinaus wünsche ich denen aber bis heute nichts Schlechtes, keinem von denen, egal ob es Regenbogenschaf, Affenkeks oder sonst jemand ist. Nee, er möchte die alle nur hinter schwedischen Gardinen sehen. Er wünscht ihnen aber nichts Schlechtes. Und Ja. wie oft haben wir auch schon seine Gewaltfantasien gegenüber Hadern gehört? Er möchte sie als Boxsack benutzen. Er würde ihnen gerne das und das brechen. Er würde ihnen gerne Zähne entfernen und so weiter und so fort. Ja, natürlich, ist doch Standard bei Rainer. Jo. Auch wenn er nichts davon könnte. Nee. Ja, wie gesagt, aus dem Hinterhalt würde es ihm gelingen, ne? Ja, aber auch nur da. Und du hast nie Ich jemanden verletzt, wahrscheinlich. hast nie jemanden, bist nie jemanden angegangen. Nur wenn ich mich verteidigt habe, das ist was Hier siehst anderes. du, das ist dein Standpunkt dieser Situation. Ich sage nicht, dass der falsch Ich ist. habe niemanden, ich gehe auf niemanden los, ohne provoziert zu werden. Ich bin einfach nur, ich verteidige mich nur. Ja, aber das Ich ist. reagiere lediglich auf das, was mir entgegengeworfen wird. Und das ist nicht böse. Aus keinster Sicht ist das böse. Ach so. Ja, weil meine Frage war jetzt nämlich eigentlich, ob du an mich gedacht hast dabei. Aber das hat sich dann damit ja erledigt. Sorry, kann ich leider gerade nicht bedienen. Hast du an mich gedacht, als du bei denen warst? Ja, ich denke, da kommen wir fast nie zusammen. Inwiefern? Na, weil ich dir das gar nicht geben kann. Das ist ja nicht schlimm. Du hast ja selber gesagt, du möchtest halt eine offene Beziehung. Von daher, den Part kann ich ja dann immer noch woanders abrufen. Ja, aber für mich ist die Sache, mir ist wichtig, dass meine Partnerin sich bei mir fallen lassen kann. Das kann ich ja auch so. Das ist halt nur eine andere Form davon. Weiß gar nicht, ob ich mit denen eine offene Beziehung führen könnte. Wieso? War ja dein Vorschlag. Ja, das dachte ich am Anfang ja auch. Bis es dazu kam, dass die halt wirklich andere Partner hat. Ja. Eine sehr schöne Stelle, gefällt mir sehr gut. Ich bin auch gar nicht schadenfroh gerade, überhaupt nicht. Ach. Nee, nee. Es schmeckt ein wenig nach Sarkasmus, gell? Niemals nicht, du weißt doch, ich bin immer lieb, fast. Ja, meistens. Ja, also sehr, sehr schön hier. Der große Polyamor Rainer muss zurückrudern.
Mist, die könnte sich noch mal mit dem Typen treffen, der sie die halbe Nacht, beziehungsweise zwei Frauen die halbe Nacht beglückt, der groß ist, der stark ist, der gut gebaut ist und der auch eine Ausdauer hat. Nee, dann möchte ich doch keine offene Beziehung. Mal gucken, ob er dabei bleibt. Ja, mal sehen. Und wieso glaubst du, dass du das nicht kannst? Oder weißt nicht, ob du das kannst? Weil mir das irgendwie, weil mich das doch irgendwo stört. Was aber merkwürdig ist, weil die Sache nämlich mit dem Pärchen so ist, dass ich da kein Problem damit habe, wenn er und sie was miteinander machen. Irgendwie ist das komisch. Krass. Sowas wie eine Liebesbeziehung ist für mich wirklich nur Mann und Frau. Okay. Aus meiner Sicht. Überrascht mich jetzt ein bisschen, weil du ja doch sehr offen bisexuell bist. Findest du? Ja, also ich sag mal so, jemand, der halt auf seinem Pornhub-Kanal so mit Dildos und so hantiert, das spricht ja schon für Ich Bisexualität. sehe das letzten Endes immer nur als Spielzeug. Also für mich ist das jetzt nichts mit, hat ja nichts mit dem realen Mann zu tun. Und du hast mir ja auch schon gesagt, dass schon zwei Kerle bei dir waren, seit wir uns kennen. Also es klang ja schon auch nach so ganz Ja, klassischen. das waren jetzt zwei Männer im Laufe der letzten 10 Jahre oder 15 Jahre. So. Ja, just in dem Moment, wo er eine offene Beziehung führt, da kommen zwei Männer aus Denken zu ihm und mit denen macht er rum. In den letzten 10 Jahren ist sowas aber nicht passiert. Wem will er das Nee. denn jetzt erzählen? Rainer und seine Lügen halt, gell? Ja. Da steckt man halt nicht drin, Gott sei Dank. wie Rainer in der Frau. Das weiß ich ja nicht. Deswegen fragte ich dich ja gerade, ob Habe du ich dir aber, das. glaube ich, gesagt. Die einzigen sexuellen Beziehungen oder die sexuellen Beziehungen, die einzigen sexuellen Treffen, die ich mit Männern in den letzten 10, 15 Jahren hatte, waren die zwei, die bei mir waren. Und davon abgesehen in der Sauna vielleicht einmal, wo ich immer hingehe. Und da war höchstens ein bisschen Wichsen, Und wie oft das das war und wie viele Männer war's. und Bis deswegen weiß ich halt auch nicht. 2016. 2016 hat es erst wieder angefangen mit der Sauna. Und da seitdem war ich ungefähr viermal oder fünfmal erst da drinnen. Da dazwischen war gar nichts. Ja, da war ja zum Glück auch nicht mehr rein, ne? Genau. Selbst da konnte er sich nicht benehmen und hat Hausverbot. Aber schuld sind natürlich die anderen. Na, gut, Gott sei Dank hat er Hausverbot. Ja. Finde ich auch. Also, es ist ja im Grunde genommen egal, ob er bei Männlein oder Weiblein übergriffig wird. Denn übergriffig ist übergriffig. Und das Ich ist. finde allgemein, es ist immer gut, wenn Rainer aus solchen öffentlichen, ja, Einrichtungen, kann man das öffentliche Einrichtungen Ja, nennen? Nee, Etablissement. ja, genau. Wenn er aus sowas ausgeschlossen wird. Finde Ja. ich immer richtig und wichtig. Ja, vor allem, wenn es da eben auch um Nacktheit und solche Dinge geht. Ne? Die Leute, das Publikum, was dorthin geht, das soll halt auch in Sicherheit sein und nicht ja, in die Fänge eines solchen Triebtäters geraten. Genau, ist auch sowas wie Schwimmbäder und sowas würde ich den aus hygienischen Gründen nicht reinlassen. Ja, Ganz einfach. darum auch, aber auch aus anderen. Ne? Ich meine, die Mädels da laufen ja auch ziemlich, ja, wenig bekleidet da durch die Gegend, was ja ganz normal ist. Und Ja, und Backgeränder hat es auch genug. ja, und er würde da aber mit Sicherheit zum Gaffen sein und ja, vielleicht auch mal zupacken oder so ganz aus Versehen und wenn es nur im Wasser ist, mal streifen oder so. Ja, nee, also, aber er kann sich zum Glück in solchen Einrichtungen momentan nirgendwo blicken lassen. Und das zum Glück auch schon seit längerer Zeit. Und mittlerweile, wenn den jetzt jemand im Freibad oder auch im Hallenbad sehen würde, in einem öffentlichen Schwimmbad und würde den erkennen, der würde, glaube ich, sofort, ja, entweder Hilfe herbeiholen oder.
wird versuchen, den loszuwerden, weil er genau weiß, dass Rainer da nicht ist, um zu schwimmen. Ja. Ach. Das letzte Mal, dass ich mit einem Mann wirklich aktiv was gemacht habe, da war ich 16 oder so. Und ist es dann eine reine Schwulensauna oder in was für eine Sauna gehst du da? Das ist eigentlich eine reine Schwulensauna. Allerdings haben die einmal in der Woche einen Unisex-Day. Und da sind dann auch Frauen drin quasi. Da war ich aber bislang noch nie drinnen. Warum wohl? Damals ja ursprünglich mal diese offene Beziehung quasi in den Raum gestellt. Und du bist ja jetzt auch derjenige, der gesagt hat, so, er will das halt nicht, bis wir uns sehen. Also ist das quasi revidiert. Von daher bin ich halt jetzt nicht unbedingt die Person, die dafür die Lösung hat. Bin da ja quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, aber du willst ja, du hast ja trotzdem bestimmt eine Meinung dazu. Ne, ehrlich gesagt nicht, weil ich mit dieser Situation so nicht gerechnet habe. Welche Situation? Dass wir jetzt da so stehen und nicht wissen, oder genau. Was? Genau. Also ich hab's dir im Prinzip heute schon mal gesagt. Mir wäre halt lieber, wenn wir uns so schnell wie möglich treffen. Deswegen hast du noch Ende August freigehalten. Einfach aus verschiedenen Gründen. Unter anderem eben deswegen, weil ich zum einen gerne Sachen immer sofort erledige, wenn möglich. Zum anderen, weil ich halt schon eigentlich sehr scharf auf dich bin und dich halt auch mal real treffen möchte und alles. Ich glaube, das scharf auf sie, das können wir so stehen lassen und das ist der einzige Grund, warum das so schnell wie möglich sein soll. Ganz sicher nicht, weil er so schnell wie möglich Dinge erledigt haben möchte. Nee, weil dafür gibt's genug Beispiele, dass es nicht so ist. Ja, ja, der verschiebt doch alles. Na, nicht mal seine eigenen Projekte kommen ja pünktlich. Ja. Ja, genau, wir warten doch immer noch auf die nächsten Glaubenspodcasts. Ja, ja. ja, ich glaube, da kam zu viel Kritik. Ich glaube auch mittlerweile, dass das so ein Versuch war, dass er mal um die Ecke geguckt hat, ob vielleicht die Hater noch reagieren oder ob sie ihn jetzt einfach mal machen lassen. Vielleicht hätte man, so wie das damals bei dem Nodrega-Dezember war, vielleicht eine Absprache treffen sollen. Leute, haltet die Socken still, damit er noch ein bisschen weiter aus der Ecke kommt. Wer weiß. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich froh, dass er direkt mundtot gemacht wurde. Bin da wirklich so ein bisschen gespalten. Wir wissen, wahrscheinlich wäre es der gleiche Dreck wie die Kommune der Freiheit gewesen. Und ich finde, ein stiller Rainer mit kleinem Mund ist im Moment der beste Rainer. Mit dem, was wir so alles in den letzten Monaten in diesem Jahr erfahren haben. Ja, gebe ich dir recht. Oder er hat gemerkt, dass da kommt halt kein Geld dabei rum. Ja, das kann auch selbst sein. Ja, selbst wenn er diese Podcasts weitermacht, er hätte ja damit kein Geld verdient. Ja. Das hätte er schon auf TikTok oder so machen müssen. Ja, genau. Ja, aber wie das generell zwischen uns überhaupt weitergeht oder ob da überhaupt was weitergeht, weiß ich nicht. Das kommt halt auch auf dich dran an, wie du das machen möchtest, was du dir vorstellst, was du dir wünschst. Das ist nicht so einfach, weil die Sache nämlich die ist, dass ich sie ja jetzt schon fast ein halbes Jahr kenne. Und ich jetzt halt auch nicht weiß, wie die Situation mit ihr und mir ausgeht. Ich kann dir auch erst, also mit ihr treffe ich mich jetzt dann nächste Woche, denke ich, wenn da nichts dazwischen kommt. Und wenn ich mich nächste Woche mit ihr treffe, ist die Sache, dass ich mit ihr mich erstmal unterhalten will, wegen unserer Beziehung, also zwischen ihr und mir. Und ich weiß nicht, ob sie eine Beziehung will oder nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wirklich, ob ich eine will oder nicht. Ich möchte... Hat er nicht im letzten Teil gesagt, sie will zwar mit ihm ins Bett... Sie macht es aber nur, wenn die beiden in einer Beziehung sind und deswegen hat er überlegt, mit der anderen eine Beziehung einzugehen? Ja, genau. So war's. Will er jetzt unser Cola-Bärchen hier mit dieser Aussage dahin drängen, dass sie sagt,
Ja gut, dann machen wir eben keine offene Beziehung, wenn du ein Problem damit hast. Dann machen wir eine monogame. Ich denke, eine offene Beziehung ist für Rainer schlimmer als eine normale Beziehung, weil er dann ja da auf jeden Fall davon ausgeht, dass seine Partnerin noch andere Eisen im Feuer hat. Ja, richtig. Und er weiß, dass seine Geschichten, die er da zum Besten gibt, alle erfunden sind. Ja, ganz genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in offenen Beziehungen läuft. Wenn zum Beispiel die Partnerin dann ja für einen Abend weg ist und mit jemand anderem das Vergnügen hat. Ob die dann vorher, ich denke, das ist auch von Paar zu Paar verschieden, ob die sich dann vorher absprechen und sagen, ja, du erzählst mir aber, wie es war, mit wem, das kann ich noch verstehen. Und du denkst aber an mich oder so. Ich meine, das sind ja auch so Dinge, die er vorhin vorausgesetzt hat. Weiß ich nicht, wie das so läuft. Ja, ich kann es mir zwar vorstellen, aber da läuft das dann ja wohl auch gegenseitig so, dass wenn er dann irgendwann mal zu einer anderen geht oder so, dass er dann ihr auch erzählt, wer es war, wie es war und so weiter. Ich weiß es nicht. Ja, kenne ich mich auch nicht damit aus. Keine Ahnung. Sie eigentlich schon irgendwo. Auf der anderen Seite ist mit ihr auch schon viel passiert und so. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Naja, das ist ein bisschen kompliziert. Das ist auf jeden Fall nicht so gut gelaufen zwischen uns beiden. Ja, gab ein bisschen Stress auch wegen den Hatern und so weiter. Und deswegen ist auch gut möglich, dass sie sagt, sie möchte keine Beziehung. Eben wegen den Hatern. Das kann ich halt nicht sagen im Moment. Auf der anderen Seite würde ich eigentlich schon gerne auch mit dir eine Beziehung führen. Auch gerne irgendwie eine offene. Aber weiß halt nicht, ob ich das dann auch so auf lange Sicht irgendwie durchstehe. Weil ich damit halt überhaupt keine Erfahrungen habe. Beziehung habe ich bisher ja nur eine einzige in meinem Leben gehabt. Und das war eine monogame Beziehung. Zumindest soweit ich weiß. Und ja, deswegen. Soweit er weiß, okay. Das war bestimmt die mit dem Mädel, mit dem 14-jährigen Mädel aus dem Konfirmationsunterricht. Ja, genau. Als er auch noch 14 war, gell? Ja, Das sollten wir hier dazu ich sagen. glaube, das meint er hier gerade. Und das ist auch so krank. Er sagt, er hat keine Erfahrung mit Beziehungen und auch nicht mit offenen Beziehungen. Warum schlägt man das dann vor, wenn man gar nicht weiß, ob man wirklich damit klarkommt? Klar, es können auch Leute, die es noch nie gemacht haben, sagen, für mich käme eine offene Beziehung nicht in Frage. Aber der baut sich jedes Mal seine eigene Grube. Vor allen Dingen, wenn ich dran denke, er hat es ja vor einiger Zeit erst wieder gemacht. Da fing er ja auch an mit offenen Beziehungen und er darf überall und nirgends, ja. Und sie wird 33 Mal angerufen, wenn sie mit dem Kumpel was trinken geht. Ja, Standard. Ja. Reiners Doppelmoral halt. Erwarten wir was anderes? Nein. Natürlich nicht. Deswegen kann ich nicht beurteilen, wie ich mich verhalte oder wie ich mich fühle, wenn du mit anderen Kerlen dann was hast. Bin da ja auch nicht festgelegt. Ich habe ja auch kein Problem mit monogamen Beziehungen, hatte ich ja auch schon. Das ist aber wieder die andere Sache. Ich zum Beispiel würde mich halt gerne mit dem Pärchen treffen. Und das ist ja dann auch irgendwo wieder ungerecht, wenn die Monogamie dann für mich nicht zählt und für dich schon. Auf der anderen Seite ist das halt alles ein bisschen kompliziert im Moment. Das mit, wie gesagt, das halt, hat mit zweiter Wahl ja nichts zu tun. Das mit ihr damals war auch irgendwie aus verschiedenen Gründen kompliziert und ich weiß auch nicht, ob das irgendwas Sinnvolles ist. Dazu kommt, dass sie auch schon zwei Kinder hat. Oh Gott.
Es ist alles ein bisschen komplizierter als das. Also es gibt für mich auch keine erste oder zweite Wahl. Also mal abgesehen davon, ich entscheide, ich treffe mich ja nicht mit euch beiden, vögel mit euch beiden und sage dann, die ist besser, die ist schlechter, Blödsinn hier. Als ob. Ich glaube Ja. schon, wenn er die Gelegenheit hätte und könnte mit mehreren Damen, dass er dann die am willigsten ist und das meiste mitmacht von seinen kranken Fantasien, seine Nummer eins ist. Und ich bin mir auch ganz sicher, um das dann bei der nächsten auch zu erhalten, würde er diese Karte ausspielen und würde ihr das ordentlich unter die Nase reiben und würde sagen, ja, die andere hat aber und deswegen mag ich die lieber. Ja, ungefähr so wie bei Mary, wo er gesagt hat, ja, die Light Warrior hat gesagt, ich kann das voll gut. Du weißt, gell? Für mich ist es momentan mit dir besonders schwierig, weil ich nicht einschätzen kann, für wie real ich dich halten kann. Ich meine, die Bilder, die ich von dir gesehen habe und die ich kenne, du bist eine verdammt schöne Frau. Attraktiv, schlank, wunderschön. So. Und ich? Naja, ich bin eben ich. Ein Oger. Ein Koloss. Die Sache ist jetzt die, ich habe schon früher mit Frauen geschrieben, die halt auch, ich sag mal, fast zu schön, um wahr zu sein, sind, wenn du verstehst, was ich meine. Und das hat sich immer als Fehler herausgestellt. Es war immer eine Frau oder mehrere Frauen, die mich dann verarscht haben. Und deswegen ist es für mich so schwierig, weil es letzten Endes darauf hinausläuft, sie habe ich schon real getroffen. Von ihr weiß ich also, wie sie aussieht. Und ich weiß auch, dass sie real so ist, wie sie sich gegeben hat oder wie sie sich benimmt oder wie sie redet oder so. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre auf der Welt und ich habe ja auch schon so ein paar Menschen erlebt und ich kann dir sagen, ich habe wahrscheinlich mehr Körbe in meinem Leben gekriegt, als du dir vorstellen kannst. Ja. Geht es so weit, dass du erst mit 28 das erste Mal Sex hattest? Dass du in deinem Leben nur ungefähr zwei Beziehungen geführt hast, von der eine mit 14 war, die du tatsächlich noch nicht einmal als Beziehung bezeichnen kannst, weil ihr erstens zu jung war, zweitens eine Fernbeziehung und drittens das kompletter Schwachsinn war. Also, ja, Rainer, was heißt denn hier zu jung? Also, seiner Aussage nach waren die beiden ja auf jeden Fall schon erwachsen, ja? Und volljährig. Und er tut das jetzt hier so ab mit der 14-Jährigen. Natürlich, das ist eine Kinderliebe, eine Jugendliebe, die erste Schwärmerei, wie auch immer. Aber Ja. dafür erwähnt er es viel zu oft, dass das eine Beziehung war. Dafür, dass es hier so abtut, finde ich. Stimmt. Und war das in dem Telefongespräch, was wir auf meinem Kanal gemacht haben, relativ am Anfang? Da hat er doch genau die erwähnt. Gell? Richtig. Mit, ja, ich habe eine Freundin gehabt mit 14. Ganz genau. Ja. Aber hier zählt es nicht. Nee. Immer, wie es ihm halt passt. So in dem Sinne. Das zählt aber auch nicht. Ich bin ja auch eine Frau. Also Frauen haben es da grundsätzlich einfacher. Also das ist halt Und einfach genau so. das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Du hättest jedes Mal, oder du hast viel einfacher, schneller und lässiger Alternativen. Einfachere Alternativen, bessere Alternativen als mich. Ja, das sehe ich auch so. Ja, die hat jeder. Jeder hat die. Ich weiß jetzt nicht, ob es Frauen wirklich einfacher haben. Ach komm, sind wir mal ehrlich, doch. Ja, findest du? Auf jeden Fall. Okay, aber wenn die dann bei jedem zustimmen, dann haben sie doch sehr geringe Ansprüche, oder? Ja, ich weiß, aber das
Scheint ja viele auch nicht zu jucken, Ah, okay. zumindest heutzutage. Okay. Und sind wir mal ehrlich, ja, es soll jetzt nicht wieder irgendwie böse klingen, aber ah doch, scheiß drauf. Fette Frauen haben auf jeden Fall mehr Chance auf Sex als fette Männer, würde ich jetzt so behaupten. Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Doch, ist so. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, dass sehr viele beleibte Frauen wunderschöne Gesichter haben. Ja, das gibt's durchaus, ja. Das, ja, gebe ich dir. Und dass die vielleicht dadurch, ja, ihren Reiz ausüben. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Das wollte ich dich vorhin schon fragen. Du musst mir die Frage eigentlich auch nicht beantworten, wenn du nicht willst. Aber kann es sein, dass du dich in mich verguckt hast? Habe ich dir doch schon gesagt. Ich meinte eigentlich das spezielle Wort verliebt. Das ist so ein krasses Wort, das weiß ich nicht so Ich richtig. weiß. Also ich würde sagen, bis man sich gesehen hat, kann man so dieses ganze Wort Liebe und so, das ist dann irgendwie schwierig. Also ich glaube, wenn man sich gesehen hat, dann kann man das beurteilen. Ich würde sagen, bis dahin ist das halt mehr so eine Schwärmerei. Das ist so, glaube ich, meine Meinung dazu. Das wollte er jetzt nicht hören. Nee. Oh Gott. Er kriegt hier einen Er hätte nach am dem liebsten anderen. ja. Ja, er hätte am liebsten ein Ja gehört. Ja, natürlich. Und Tja, aber so weit kommt's halt nie. ja, und sie drückt es noch diplomatisch aus, ne? Die spricht ja wenigstens noch von einer Schwärmerei. Aber das ist ihm nicht genug. Und er kriegt hier einen nach dem anderen auf den Deckel. Und ich feiere das, ich bin ehrlich. Ja, natürlich. Erst macht sie ihm Deswegen. die offene Beziehung madig. Jetzt ist sie nicht verliebt in ihn. Ach, hey, Na, was mich ein bisschen wundert, der Test wurde noch gar nicht angesprochen in dem Video. ja. Sie kriegt ihn heute auf andere Art und Weise, damit es nicht langweilig wird. Na, Abwechslung haben wir hier auf jeden Fall Ja? drin. Also, wie genau soll es denn jetzt weitergehen? Möchtest du, dass ich mich erstmal auf dich konzentriere? Also das finde ich schon schön, wenn wir quasi so ein Stück weiter weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen müssen, so, wir sind jetzt wieder zusammen oder so. Aber ich finde das schon schön, wenn wir halt eine Prio füreinander haben, so wie wir das quasi vorher auch hatten. Also ich fände das jetzt kontraproduktiv, wenn wir dem Ganzen jetzt plötzlich weniger Bedeutung zumessen als vorher, wenn wir uns trotz dem ganzen Hin und Her jetzt trotzdem wieder annähern, quasi. Also, das heißt im Klartext, du möchtest wissen, wenn ich mich mit anderen treffe. Ich will Du einfach sagen. möchtest, du wirst es mir aber auch sagen, wenn du dich mit jemandem triffst. Oder wie? Genau, und ich find's halt schön, wenn wir halt nicht nebenbei, ich sag mal ganz überspitzt, nach irgendwelchen Beziehungen oder sowas suchen, sondern wenn wir dann schon eine Entscheidung treffen und sagen so, hey, das ist jetzt wichtig, dass wir uns quasi aufeinander fokussieren und daran arbeiten, dass wir halt, ja quasi, dass wir das zusammen hinkriegen. Okay. Wenn du weißt, wie ich meine. Also Sex ist quasi trotzdem möglich mit anderen. Ich würde jetzt halt erst einmal die nächste Woche gucken, was passiert. Ich habe aber eigentlich ja schon Interesse an dir, sonst hätte ich dir ja heute auch nicht geschrieben, weil ich wusste ja schon im Vorfeld, dass ich mich mit ihr treffen wollte. Also so nach dem Motto, dann kann ich jetzt auch gut Glück abwarten, dass ihr keine Beziehung miteinander anfangt. Also hier gewinnt er wieder ein bisschen Oberweser, Ja. ja. Es ist ganz schlimm. Und
wenn Rainer Oberweser hat, dann wird er noch ekliger. Mhm. Sie geht hier auch so mit der Stimme runter und wird immer leiser. Sie macht das wirklich devoter. Gut. Ja. Mhm. Ja, da wird Rainers Ego schon gestreichelt gerade. Ja. Ja. Aber nicht auf die gute Art und Weise. Na. Also du wünschst dir mit mir eine Beziehung. Naja, ich habe ja dir das schon mal gesagt, dass ich halt gerne das mit dir probieren würde, gerade wenn wir uns dann jetzt auch zeitnah sehen und so. Das ist ja nun wirklich nicht mehr lange hin im Vergleich zu vorher. Na gut, das zeitnah, das ist wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Naja, dass ich mich jetzt mit dir unterhalte, dass wir schon was ausmachen für ein Treffen. Dass ich jetzt gerade eine andere Situation da habe, wo ich eventuell die Beziehung mache. Momentan. Die Sache ist ja, ich wünsche mir eigentlich keine feste Beziehung. Ich möchte keine feste Beziehung, einfach deswegen, weil ich möchte einfach eine ganz normale Beziehung in Bezug auf Sex haben, aber nichts darüber hinaus. Und ich kriege hier gleich die Krise, ne? Sorry, ich habe mich hier ein wenig verschluckt. Ja. Okay. Es ist so ein widerlicher Drecksack, Alter. Es ist. Ach, er möchte was nur, er von sich denkt, ey. Ja, ja. Und jetzt merkt er, oder er denkt, sie lenkt ein und okay, monogame Beziehung. Und anstatt, dass er dieses Angebot annimmt, nein, er möchte das ja eigentlich nicht. Er möchte ja eigentlich nur knattern. Mhm, na. Also, ihre Geduld in Ehren, ich hätte ihm einen verpasst. Na, aber volle Breitseite. Ja. Ich hätte direkt geschrieben, ich gehe heute auf irgendeine Gangbang-Party und fertig. Ist mit lauter dicken Typen. Oga-Gangbang. Ja, genau. Sie sind alles Mettler. Genau. Und in den Pausen wird geheadbanged. Auf. Alter. Ja. Das ist alles halt ein bisschen bescheuert, weil ich habe jetzt halt mit ihr den Kontakt wieder aufgenommen gehabt und, oder sie mit mir besser gesagt, und das sind dann halt auch, ich hatte auch mal Gefühle für sie eine Zeit lang. Warum schreibt er dann das Mädel heute wieder an? Hier, wenn da eine andere ist angeblich, die den Kontakt zu ihm gesucht hat und wo er jetzt am Überlegen ist, ob das nicht vielleicht auch was wäre. Warum schreibt er sie dann an? Er hat eben gesagt, deswegen habe ich dich ja heute angeschrieben. Warum? Ja, frage ich mich auch gerade. Ich hatte ja Angst, dass du heute Matt wirst, aber irgendwie werde ich es jetzt. Tut mir leid. Das kannst du doch nicht zu. Mensch. Und diese Gefühle sind halt auch zwischenzeitlich jetzt wieder aufgetaucht, sind aber irgendwie anders, als sie früher waren. Ich sag's jetzt mal ganz klar. Eigentlich favorisiere ich dich. Halt's Maul, Alter. Eigentlich ist immer eine Einschränkung. Ja, eigentlich. Ja, weil ich mich ungern festlege. Ach Gott. Die Sache ist, sie hat mir sowas erzählt wie, wenn ich jetzt so eine offene Beziehung, wenn ich eine Beziehung jetzt habe oder so, sie will eigentlich nur eine normale Freundschaft haben mit mir. Sex will sie allerdings nur in einer Beziehung und eigentlich möchte sie aber schon auch mehr von mir. Zumindest soweit ich das mitgekriegt habe. Also im Prinzip ist die Situation eigentlich recht einfach, denn sie möchte eigentlich mit mir momentan nur eine Freundschaft haben.
Für mich ist momentan die Sache, dass es für mich auch ein bisschen schwierig, das Ganze zu beurteilen ist, weil ich momentan halt auch ziemlich sexgeil bin und auch ausgehungert in der Hinsicht. Ich würde es jetzt so machen, wenn es für dich okay ist, ich würde ihr morgen mal schreiben und mit ihr nochmal über das Thema Beziehung reden, ohne dass ich dich erwähne. Und würde dann einfach mal schauen, was sich ergibt und würde dann aber dir dann direkt morgen auch Bescheid geben. Muss aber auch dazu sagen, wie ich schon gesagt habe, eigentlich, oder das heißt, du sagst dir, ich soll nicht Ding sein, ich soll nicht so, wie hast du es genannt? Ich soll keine Einschränkung machen. Ich bin definitiv für dich, was eine Beziehung angeht. Und ich will mit dir schon eine Beziehung gerne anfangen. Ich weiß aber auch nicht, wie wir es letzten Endes umsetzen würden. Was denn nun? Will er jetzt eine Beziehung oder nicht? Also ich bin total verwirrt. Eigentlich will er keine. Er will nur die Triebe befriedigt haben. Aber er favoriert sie. Nee. Wie kann ein Typ allein so viel Scheiß labern? Und ich bin mir sicher... Und wir sind erst bei Part 4, gell? Ja. Und wenn sich wirklich eine blinde, taube, geruchslose findet, ohne Verstand, die sich trauen würde oder irgendwelche Empfindungen für ihn haben würde... Ich weiß zwar nicht, wie er ihr das dann weiß machen will. Mit der würde er ja genauso umgehen. Er spricht davon, seine Seelenverwandte zu finden, ne? Bei dir drüben im Video. Ja, eine Blinde, du sagst es. würde die in der Schanze irgendwo dagegen stoßen, würde sie anschreien und sagen, guck, wo du hinläufst. Der Empathielord. Ja, leider war. Also, damit macht man eigentlich keine Späße, aber ja. Und sie wird es nicht hören und dann wird er mad werden. Ja, richtig. Also, wie kann man jemanden so behandeln? Wie kann man einen Menschen, der einem ja in gewisser Weise schon Gefühle beichtet, sie hat das ja hier auf ihre Art und Weise getan, von einer Schwärmerei gesprochen, auch wenn es nicht echt ist, aber wie kann er sie so behandeln? Ja, weil er Oberwasser hat. Wichtigste wäre, wenn da von seiner Seite aus nichts wäre, klar, dann muss man sagen, tut mir leid. Also wir können uns gerne unterhalten, wir können gerne mal was zusammen unternehmen, mehr ist da aber nicht. Dann weiß das Mädel aber, wo sie dran ist. Und dann kann sie daraus ihre Schlüsse ziehen, kann sagen, okay, nee, dann breche ich das lieber ab, das tut mir zu weh, wie auch immer. Aber dass er dann jetzt von einer anderen anfängt. Und was ich auch wieder so paradox finde, er sagt, er hat seit kurzem wieder Kontakt zu der einen, schreibt aber sie auch an. Na, es wird uns noch einiges erwarten. Ja, ich glaube auch. Und was hier auch noch kommen muss, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, Indigo 18, das Finale. Ja, ich habe da vorhin mal kurz reingehört, während wir Unterbrechung hatten. Ja, es ist nicht besonders viel. Es sind, glaube ich, nicht mal 10 Minuten oder so. Ja, also, wo es. Und man versteht ihn wirklich sehr, sehr schlecht. Und das, was sie sagt, ist ja immer so eingelesen. Oder halt, ja. Und die ist einfach. Es stimmt dreimal so laut wie er. Man versteht schon ein bisschen was, aber es ist... Ist schwierig, ja. Es ist sehr schwierig, ja. Ja, ich weiß auch noch nicht, wann das kommt. Da müssen wir dann gucken. Denk mal, du möchtest dabei sein? Naja, wenn ich muss. Muss? Wer zwingt dich? Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, okay. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Schauen wir einfach mal. Aber dann wären wir hier am Ende von Teil 4. Ja, wir haben den in einem Rutsch geschafft. Ja, der war ja auch nur 37 Minuten lang. Ja, aber wir haben den schon mal fertig.
Ja gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen guten Wochenstart. Kommt dann gut in die Woche, durch die Woche. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Und der Bewährungsversager hat das letzte Wort. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass du zweimal Bewährungsversager anstatt Helfer gesagt hast. Ja, Ja, ich habe heimlich geübt. Aha. rechne ich dir hoch an. ja, hat wie immer Spaß gemacht, auch wenn es wieder am Anfang richtig ekelhaft war. Und ich freue mich trotzdem auf die nächsten Teile. Okay, Ja, ja, danke, Battle dass of du Light. dabei warst. Medal of.